Deutschland, wo bist du nur hineingeraten? Du verzehrtest dich nach Krieg und nun wirst du vom Krieg verzehrt. Die enorme Welle der Euphorie schlägt sich langsam in eine Flut aus Angst um. Angst vor der Zerstörung des eigenen Landes, Angst vor der Vernichtung der eigenen Familie, Angst um die Vertrauten an der Front. Und während Führer und Propaganda dem Volk den Endsieg verkaufen, so weiß ich doch, dass dies noch längst nicht alles ist, was Deutschland während dieses entsetzlichen Krieges noch alles heimsuchen wird. Und da stehe ich nun. Auf dem Weg zum Eiland der Eilande, dem Ruheort meines Herzens.